Gut. Das ist ein High Speed. Oh, das war da unten. Lol. My bad. Das ist jetzt da oben. Karte. Okay, hier ist wirklich nur ein Weg. Das heißt, hier wird wahrscheinlich irgendein Item sein. Jawohl. Ein Teddybär. Mhm. Das ist doch bestimmt irgendwie ein Dingensbombens-Item. So, was haben wir hier? Ist auch eine Lasertür, I guess. Ist dahinter irgendwas? Oder ist das auch nur so ein Weg? Das ist auch nur so ein random Weg, okay. Ah, okay, das ist keine Lasertür, das ist eine I want to be invis. To get through. Njom. Oh, hoppala. Ist auch noch mal was. Ah. Oh. Dass du an den meisten Stellen hier nicht hochhüpfen kannst, ist halt komplett bescheuert. Und dass du irgendwo gegenkommen musst. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was wir da bekommen haben. Oh, das könnte knapp werden. Run, meine Liebe! Gut, dann tut sie nichts. Auf der anderen Seite ist nur eine komplett geschlossene Tür, ne? Da kommt man auch gar nicht durch. Okay, hier vorne ist da noch eine Tür? Ne, ne, hier ist nichts. Oh Leute, da wäre noch eine Drohne gewesen. Naja. Rechts ist nichts, links geht's noch mal kurz weiter. Zack. Damit ist ein Gegner, warte mal. Da machen wir doch Folgendes. Nein, komm. Ja, geh da durch. Ach so. Und tschüss. Da außen sind auch Gegner. Ich gehe mal davon aus, dass es die gleichen sein werden. Deswegen, wenn wir jetzt hier mal Folgendes machen, schon mal direkt Invis gehen, bevor wir hier rumlaufen. Oh, never mind. Und tschüss. Es ist doch hier ein Laserfeld. 12.000, holy moly. Okay, so, jetzt gönnen wir uns noch die andere Seite. Ah, stopp, noch weiter. Ah, das wird knapp. Und tschüss. Ach, hier brauchen wir kurz mal den Hyperspeed. Rein und direkt wieder raus. Zack. Nice. Das braucht zum Teil echt lange zum Nachladen, ne? Gebetshalle. Warum sieht das so strange aus? Da vorne können wir speichern und dann gibt es wieder ganz viele Kämpfe, I guess. Mit den großen Zwischenebenen definitiv auch große Kämpfe. Oh,
Uiuiuiui. Sehr kampfreiches Gebiet. Nicht unbedingt schlimm. Aber zum Teil nervig. Ladin, wir brauchen das, das und das. Jo. Ich nehme auch noch zweimal das mit, weil ich es kann. So. Können wir denn jetzt irgendwelche anderen Waffen traden? Nein, 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 nein. Okay. Du ein Abschnitt. Wenn du einen Schnitt willst, da kriegst du auch nicht, ne? Und tschüss. And it's gone. War jetzt nichts Schlimmes bei. Nur so ein kleiner Gegner. Kommst du bis hierher gelaufen? Das wäre richtig nice von dir. Tatsächlich tust du das. Geiles Ding. Ja, jump. Nice. So, dann werde ich mich jetzt als nächstes einmal unsichtbar zu dem Fieder links begeben. Tschüss! Hallo? Ah, jetzt. Zack. Geradeaus kann ich jetzt erstes gehen. Da ist nur ein... Ah, ich hab's geahnt. Drei Stück, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Und tschüss. Oh, das war's schon? Blöd. Ich nehme die XP mit, so ist das nicht, ne? Ist halt nur ein bisschen nervig. Zeit wird von langsam Effekt endet, wenn du Schaden erleidest. Ja, ja, alles gut. Die Tooltips sind auch ein bisschen überflüssig. Wir sind jetzt hier rechts. Geht das jetzt da zum nächstes rein? Rechts, links geht es als nächstes rein. Ich habe aber ein Level-Up, ne? Hirnkarte. Hirncard. Das nächste brauche ich 4. Jetzt sind im Kampf mehr Geld. Und da ist der zweite andere Plug-in-Platz. Also ich möchte jetzt gerne tatsächlich hier rein und dann da rein. In dem Fall kann erst kannst du zwei parallele SRS-Aktivierungen durchführen. Zwei parallele? Aha. Interesting. Ich brauche ein Level-Up. Nicht nur eins. So, hier ist doch bestimmt auch Fighting Area, oder? Obwohl, das ist relativ klar. Ah, nein. Keine Fighting Area? Okay. Okay, ich muss die verschiedenen Tore öffnen. Das war ja nur Tor 4. Zwei sind da noch hinter.
Das ist ein Unsichtbarkeitstor, okay. Keine Gegner? Ah. Nice. Was wollte ich eigentlich? Noch mehr wollte ich gar nicht. Oh, das war Glück. Oh, da hat er mich gebissen. Oh, das war nicht in den Rücken leider. Was ärgerlich ist, aber ich habe hier hinten noch irgendwo. Aua, ja, 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 ja. Hatte ich hier nicht noch irgendwo? Da. So. Und tschüss. Nice. Was ist das? I guess, oder? Muss das wieder ausmachen. Oh my lord. Okay. Gut, dass sie mich nicht treffen können, wenn ich hier gerade beschäftigt bin, sage ich mal. Ach, hier war doch noch irgendwo ein AT, oder? Kein AT mehr? Das Vieh ist nervig. Das macht wieder seinen. Jetzt gucken wir mal, ob ich das aus der Ferne runtergejuckt bekomme. Nee, leider nicht. Okay. Und tschüss. Sehr schön.
Stufenaufstieg. Ich habe einen Levelaufstieg. Das heißt, in der Hirnkarte, ich hätte jetzt gerne zwei gleichzeitig aktiv. Dankeschön. Parallele AS-Aktivierung. Sehr schön. Jetzt kann ich zwei gleichzeitig aktiv haben, ne? Also heißt zum Beispiel Highspeed und Unsichtbarkeit, was Quatsch wäre, aber... Das war das hintere Tor, okay. Da kann man nicht durch. Ist auch ein Weg? Hier runter? Ne, schade. Ich muss da wieder durch. Nach dem Menschen der Fähigkeit kannst du zwei oder mehr SAS gleichzeitig nutzen. SAS können nicht gemeinsam aktiviert werden. Nutze RB, es ist gleichzeitig zu deaktivieren, okay. Um sie nacheinander zu deaktivieren, okay. Ah ja, alles klar. Kein neuer Kampf in der Mitte, bitte, danke. Achso, hier ist ja noch gar nicht die Mitte. So, Indus gehen und ab hier die Post. Und zack, wieder zurück. Wir haben jetzt zwei Türen offen. Okay, wie komme ich da durch? Immer noch die Frage, wie komme ich da eigentlich durch? Schieden ist es nicht. Investieren bringt mir doch hier auch nichts. Oh, ich bin dumm. Ne, warte mal, aber da oben war die Tür auch zu. Wie komme ich durch diese Türen durch? Das fliegt da einfach durch, okay. Da oben ist ja auch so eine Tür. Ich stand ja schon öfter mal vor solchen Türen, aber irgendwie. Kann ich den einen von mir. Ah, jetzt steht der eine von mir dahinter. Warte mal, kann ich denn. Der eine von mir steht ja dann hinter der Tür. Also es muss mit Kyoka irgendwie funktionieren. Kann ich denn irgendwie dann mit demjenigen Position tauschen? Nee, ne? So, der steht da ja jetzt drin. Und wenn ich jetzt... Ah, ne, dann kommt er wieder, glitscht er wieder raus. Dann verschwindet derjenige einfach wieder. Panzerheilung, Panzer-RT, Psychokinese-Angriffe drücken, hätte die... Das ist ja immer nur Sachen, die ich von draußen jetzt nehme und dann wegmache, ne? Ich würde mal ganz kurz nachschauen, wie ich durch diese Türen komme. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Ciao, ciao. In der nächsten Folge für euch, weil es sind schon 19 Minuten.